Pfortader ist ja eins der Gefäße, das zur Leber hinführt, nämlich an der Leberpforte, also dem Eingang der Leber. Und die Leber mit Blut versorgt aus dem Darm und damit auch das Blut, das gereinigt werden soll, aus dem Darm weiterführt zum Herzen und in den Körper. Der Stau ist natürlich, dass dann an der Stelle der Blutfluss nicht so fließt, wie er es normalerweise tun sollte, sondern entweder ist es ein Rückstau, weil die Leber selber chronisch krank ist, oder da ist ein Blutgerinnsel drin, was dazu führt, dass das Blut nicht flüssig weiterfließen kann in die Leber.